Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire und heute gehen wir mal wieder ins Fitnessstudio. Ich meine, wir gehen ja hier jeden Tag quasi ins Fitnessstudio, haben wir uns zumindest vorgenommen. Wie oft waren wir bis jetzt? Einmal. Heute ist das zweite Mal und wir sind seit wie lang hier? Über 3 Wochen. Läuft bei uns, oder? Fitness, Lifestyle, Teil 2, es geht wieder los, wir gehen trainieren. Let's go. So, ich bin jetzt mal gespannt, ob wir uns steigern konnten im Training, weil, wie wir ja bereits gesagt haben, haben wir uns das letzte Mal nach dem Training Testosteron gekauft. Aber ich finde, es wirkt schon. Also. Ja, spürt ihr irgendwelche Nebenwirkungen? Libido geht hoch, also. Ja, genau, die Libido geht echt ein bisschen nach oben. Ansonsten, ja, also man fühlt sich halt echt ein bisschen männlicher. Man hat mehr Energie, man ist ein bisschen aggressiver, aber im positiven Sinne. Man kann nicht mehr still sitzen. Genau, und jetzt bin ich echt mal gespannt, ob wir stärker geworden sind. Das war natürlich nur ein Spaß, wir bleiben netti und auch Tipp an euch, bleibt netti, netti for life, ist viel geiler, keiner braucht Testo. Glauben die Leute dir doch eh nicht, dass du netti bist. Ja, ich weiß, mir glaubt es immer keiner, weil ich so massiv bin, aber nein, ich bin wirklich netti, genau, und wir bleiben auch immer netti. In dem Sinne, Leute, geht trainieren, das ist das Geilste, was ihr machen könnt. Wir sind uns gerade nicht einig darüber, ob konsistent ein Wort ist, also kann man sagen, ich gehe konsistent trainieren. Oder gehe ich nur konstant trainieren? Ich würde sagen konstant. Konsistent? Schreibt es mal in die Kommentare, wir wissen es nicht. Leute, dieser Verkehr hier ist so schrecklich und wir müssen direkt an der Straße laufen. Und jetzt müssen wir hier gleich irgendwie rüber. Keine Ahnung, wie wir das schaffen. Das ist so eine Phase, wo alles frei ist, dass man rüber marschieren kann, gibt es nicht. Das heißt, man muss eine Spur rüber, dann warten, dann die nächste Spur rüber und so weiter. Ey. Richtig gefährlich hier. Wir haben es geschafft. Wir haben die Straße überquert. Hallo. Geil, das ist leer. Hallo. So, Freunde, wir sind da. Schau euch das Gym an. Klein, aber fein. So. Ganz wichtig, immer schön Handtuch benutzen. So, Freunde, wir dürfen jetzt sogar unsere eigene Musik anmachen. Ich bin hier schon am Trainieren. Schrägbank drücken, habe gerade erst angefangen und bin schon komplett nass geschwitzt. Also man muss hier wirklich oberkörperfrei trainieren. Mit Tanktop ist direkt alles nass. Aber wir legen natürlich immer ein Handtuch unter, ganz wichtig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mir die Brühe runterläuft. Es ist so warm hier drin, alles ist komplett nass. Aber das Training ist gut, auch wenn mir ein bisschen schlecht ist. Aber wir haben heute auch noch nichts gegessen, das ist das Problem. Aber keine Ausreden, weiterhin Vollgas. So, Freunde, Workout ist beendet. Ich kotze gleich, es ist nicht normal. So heiß, mir ist so schlecht. Aber jetzt gibt es erstmal eine Cola für den Zuckerhaushalt. Und ja, dann hoffe ich, geht es mir gleich ein bisschen besser. Ja, und dann gibt es erstmal was richtig Geiles zu essen. Boah, Leute, es ist echt krass, wie viel anstrengender das Training ist, wenn es einfach 30 Grad sind, vor allem wenn es im Gym auch 30 Grad sind. Aber das Gute ist, jetzt gehen wir erstmal in den Pool. Und dann lohnt sich das Training, wenn man weiß, danach kann man in den kühlen Pool springen. Deswegen würde ich sagen, let's go. Koh Samui ist alles besser. Alles. Alles ist auf Koh Samui besser. Und hier ist alles scheiße, das oder? Das Wetter, hier ist alles scheiße. Ist so, wirklich alles scheiße. Es gibt, glaube ich, hier echt nichts, was, habe ich vorhin schon zum Basti gesagt, nichts, was ich hier so missen werde. Doch. Warten. Ich werde vermissen,
dass ich jeden Tag zwei neue Handtücher habe. Das ist stimmt, das ist geil. Das ist wirklich das Einzige, was ich hier wirklich geiler finde. Was ich auch scheiße finde, ist, dass der Billardtisch unten ist. Ja. Ja. Ja, dass der Billardtisch unten ist, das stört echt. Bei dem geilen Billardtisch, aber wenn der halt irgendwo unten im Keller ist, dann benutzt man den nicht. Eigentlich dumm. Ja. Ja, aber weißt du was, jetzt werden wir mal wirklich den Unterschied sehen. Wir gehen morgen in die Villa One und wenn wir einen Unterschied sehen, wie viel größer dieser Bereich ist. Leute, wir fliegen morgen nach Koh Samui in die Villa One. Die Villa ist nochmal viel krasser, deswegen abonniert den Kanal. Ich zeige morgen oder wahrscheinlich in 2-3 Tagen die Villa. Die wird richtig, richtig krass. Da könnt ihr euch echt auf was freuen. So, Freunde, wir sind jetzt im Taxi auf dem Weg. Wohin fahren wir jetzt? Eine Zigarre kaufen und dann gehen wir Sushi essen. Wir kaufen jetzt Zigarren und danach gehen wir Sushi essen. Also bleibt dran. So, Freunde, wir sind da. Ist da jemand, oder? Weiß ich nicht. Das ist schon immer geil, das hier. Schaut echt geil aus. So, Freunde. So, Freunde, die muss gerade ihren Chef anrufen, weil sie nicht weiß, ob sie uns ein Feuerzeug verkaufen kann. Also in einem Zigarrenladen würde ich jetzt schon erwarten, dass man ein Feuerzeug bekommt, oder? Eigentlich schon, ja. Na, schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir ja eins. Also Freunde, wir haben Zigarren, aber wir haben kein Feuerzeug. Dann machen wir halt ein Lagerfeuer. Machen wir ein Lagerfeuer, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ein Verleugnale! Okay. Ein Verleugnale! Naja, doch. Olli, YouTube, Facebook? TikTok und Instagram. TikTok. Yes. Ein Verleugnale, okay. Okay, ja. Yes. Yes. Okay, ein Verleugnale. Okay. Woo! Hallo! Yes. 290 people. Yes. Wow. Mal wieder ein Follower auf TikTok. Ja. Hello. Wow. Oh, lucky I am. He want to. Okay, thank you very much. Bye bye. Thank you. I will follow you and I will ask if you want to. Yes. Okay. Thank you. Bye bye. You're very famous, huh? Yes. Yes. Bye-bye. Have a good night. Good night. So, Freunde, jetzt gibt es erstmal schön Sashimi als Vorspeise und ganz wichtig, es gibt einen Martini, denn Martini reimt sich auf Sashimi. Prost! Prost! Ich trinke jetzt zum ersten Mal in meinem Leben einen Martini, das ist sogar Oliven drin. Hast du schon einen Martini Ponster getrunken? Ja, aber einen richtigen Martini. Also. Und die Knochen. Ja, ja. Interessant. Kein Trinker. Oh. Richtig, richtig geil. Einfach nur geil. Also Freunde, auch wenn James Bond cool ist und er immer Martini trinkt, ich muss ehrlich sagen, ist nicht meins. Muss nicht sein. Jetzt gibt es die Crazy Salmon Roll. Das ist Avocado, Lachs und Spicy Mayo. Schauen wir mal, ob das schmeckt. Ja, kann man machen. Ist nicht schlecht, ist geil. Boah, fürchterlich, wie Hustensaft. Ah, nicht gut, bestellt keinen Martini. Also Leute, die Tempura Rolls sind nicht zu empfehlen. Also, da ist hier nur Panade. Quatsch. Es geht weiter, 60 Nigiri. Ich hoffe mal, wir werden davon satt. Zählt bitte mit, wie viele wir haben. Mhm. 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 Boah, Leute. Sushi ist einfach so geil. Einfach geil. Leute, hier das Starbucks-Logo, seht ihr?
Basti, welche Farbe hat das? Das ist grün und das ist rot. Das ist rot. Das sieht übelst rot aus. Das kann nicht sein. Wir verstehen das nicht. Das kann nicht sein. Wir schütteln gerade einfach nur den Kopf. Das ist sowas von grün. Der Basti dachte wirklich jahrelang oder dein ganzes Leben lang, ja, hast du gedacht, dass Starbucks rot ist? Habe ich halt echt gedacht, Alter. Wie geht es? Das hat mich so schockiert. Das ist so krass. Ich war echt so sicher, dass es rot war. Das ist so krass, Alter. Das ist halt echt. Ja, wir finden es genauso krass. Ja, also. Ich finde es krass, dass ihr das nicht seht, dass es rot ist. Ich finde es so unfassbar, dass das ist ein eindeutiges Grün. Also, das ist nicht mal ein Hauch von Rot da. Das ist nicht mal ein Hauch von Rot da. Das ist mal ein minimaler Hauch. Das ist halt das genaue Gegenteil. Ja. Rot und Grün. Wir sind wieder zu Hause angekommen. Es ist fast 1 Uhr nachts und ich muss jetzt noch meinen gesamten Vlog schneiden, der heute noch online kommt. Ich bin eigentlich todmüde, weil wir heute auch im Fitnessstudio waren, aber es hilft alles nichts. Der Vlog wird geschnitten, jeden Tag kommt ein Video. Und morgen freue ich mich riesig, denn morgen fliegen wir nach Koh Samui. Und wie bereits gesagt, wir sind in einer richtig krassen Villa, deswegen freut euch auf ein richtig geiles Video. Ich freue mich richtig und ich freue mich auch, wenn ihr mich weiterhin begleitet und in den nächsten Videos immer noch dabei seid. Deswegen macht's gut, bis zum nächsten Video.